Hier haben wir die Aputure Amaran Halo LED Ringblitz und Ringleuchte. Die haben wir bei uns im Shop einmal für das Canon und einmal für das Nikon-System. Ich habe das jetzt hier, wie man sieht, ne? Nikon, ne? Ganz klar zu sehen, bei ihm demonstriert. Und das ganze Set, wie das aufgebaut wird, was alles dazugehört, das gucken wir uns jetzt einfach mal hier in diesem Videofilm an. Das Erste, was an diesem Aufbau auffällt, ist, dass ich es nicht ganz richtig gemacht habe. Also ich habe hier vorne zwar diesen Adapterring rangebracht, wo der Blitz befestigt wird, aber ich dachte, ich fange direkt mal von hinten an. Wir haben hier oben selber an der Steuereinheit noch einmal die Möglichkeit, die Leuchte auch oben hier anzubringen. Das heißt, aus irgendwelchen Gründen möchten Sie halt eben zum Beispiel jetzt halt eben diese Ringleuchte oder diesen Blitz, was es ja eigentlich auch ist, entfesselt benutzen. Am besten halt eben auch in Form von einem Funkauslöser. Und das heißt, das Ganze ist dann auf einem Stativ befestigt. Das ist jetzt optionales Zubehörteil, ist ein Empfänger hier. Und da können Sie dann da oben einfach dieses Teil drauf machen und das auf einem Stativ befestigen. Und dann machen Sie halt eben hier oben drauf einfach die Ringleuchte und verwenden das halt eben als externen Blitz. Das nochmal eben als Information dazu. Damit habe ich jetzt mal direkt angefangen. Und normalerweise gehört diese Leuchte halt eben vorne einfach an diesem Ring, der hier vorne ist. Und da sind halt eben auch ganz viele Lieferumfang mit enthalten. Das heißt, das ist eigentlich so relativ fast jeder Objektivgröße bei, die man sich vorstellen kann. Sucht man das Richtige aus. Hier in dem Beispiel sind es 52 mm, schraubt die vorne einfach ein, die Fassung, und dann setzt man die Ringleuchte selbst einfach auf. Dafür sind an der Seite hier zwei kleine Riegel, die man zusammendrückt. Dann verschwinden hier diese kleinen Kunststofffestkrallen, die wir hier haben. Und das macht man halt eben auch, um die dann hier einfach oben einzusetzen. Lässt das Ganze los und dann ist es befestigt. Es dreht sich natürlich in sich, das ist klar. Das ist aber im Prinzip eigentlich vollkommen unerheblich. Und wir haben hier dann halt eben auf der Rückseite, und dann machen wir da hier mal ein Tape, eine andere Kameraeinstellung, dann die Bedienungseinheit, wo wir dann alles mit steuern können. Auf der Rückseite befindet sich dann hier die Schaltzentrale, wenn man so will. An der Seite ist das Batteriefach. Ich habe natürlich schon Batterien hier reingemacht, ganz klare Sache. Und wir werden jetzt einfach mal hier auf der Rückseite uns mal kurz ein paar Funktionen anschauen. Da ist auch eine kleine Anleitung dabei und die kann man sich dann halt eben auch zu Genüge führen und dann halt eben auch die ganzen Funktionen nochmal im Einzelnen nachlesen, was jetzt wirklich keine große Wissenschaft ist, das ist eigentlich alles selbsterklärend. Das Ganze wird aktiviert, indem ich halt hier an diesem Rädchen drehe, um hier erstmal eine Inbetriebnahme zu erreichen. Ich wechsle hier einmal zwischen dem Blitzmodus und den verschiedenen Einstellmodi hin und her. Was es genau damit auf sich hat, zeige ich Ihnen noch. Wir können also hier einmal die obere Hälfte und die untere Hälfte der LED aktivieren und natürlich hier dann auch in dem Fall, wo wir das dann gemacht haben, ich glaube, am Hintergrund kann man das so ein bisschen sehen, wenn ich meine Hand hier vorhalte, dementsprechend auch die Intensität einstellen. Das heißt, so ist es am hellsten. Und wenn ich jetzt mal hier runterregle, sieht man auch am Hintergrund, ne, wo es dann wieder etwas dunkler wird. Das macht man halt eben dann hier rüber. Was ich Ihnen gerade gesagt habe mit den Einteilungen, die zeige ich am besten jetzt einmal eben kurz von vorne. Und dann können wir jetzt hier auch mal uns das alles von vorne anschauen, was ich hier gerade alles so erzählt habe. Haben also einmal hier die Geschichte mit der Intensität der LEDs, die hier verbaut sind, dass wir die regeln können. Einmal von ganz, ja, ganz dunkel, wenn man so will, bis halt eben richtig hell. Und dann haben wir noch die Option, dass wir hier hingehen können und sagen können, wir machen nur Teilbereiche. Also das Ganze ist eigentlich dafür gedacht, für links und rechts oder halt eben oben und unten. Und damit erklärt sich halt eben auch, warum das jetzt halt eben hier frei variabel ist. Es ist nicht so locker, dass es einfach rumschlackert. Ein kleiner Widerstand ist schon da, aber das beinhaltet eben auch halt eben die Tatsache, dass wir das halt eben auch brauchen, damit wir halt dementsprechend hier das Ganze einstellen können. Wir haben also einmal hier die Wechselseiten, die wir hier haben, und natürlich dann halt eben auch den Vollmodus, sowie natürlich halt eben auch den Blitzmodus, den man hier halt eben separat einstellen kann, um halt eben auch damit dann zu blitzen. In dem Augenblick wird natürlich halt eben das Dauerlicht ausgeschaltet und dann können wir halt eben ganz locker, flockig und munter hier halt eben losblitzen. Machen wir eben kurz das Dauerlicht wieder an und das halt eben auch in Full Power. Das war es auch schon. Wie gesagt, da braucht man auch keine große Anleitung für. Das ist eigentlich alles selbsterklärend. Zum Lieferumfang gehört also einmal die Ringleuchte selbst. Dann haben wir hier diese ganz vielen Adapter, die dabei sind. Auch da wird in meinem Produkttext gucken, welche Größen es sich da genau handelt. Das ist alles dabei. Hier von der kleinsten Größe, wie ich das immer eben schnell überblicken kann, ich glaube 46 mm, 49 mm bis hin zu 58, wenn ich das richtig im Kopf habe. 77 habe ich hier. Aber wie gesagt, gucken Sie am besten nochmal auf der Seite einfach nach. Und was ich halt eben persönlich jetzt nochmal eben ganz interessant finde, ist, dass diese Leuchte natürlich auch unabhängig davon funktioniert als Dauerlicht, wenn man das so einsetzen möchte, halt eben ohne, dass sie auf einer Kamera befestigt ist. Also dazu wird das Ganze einfach nur eingeschaltet und jetzt halt eben in dem Augenblick, wenn ich jetzt irgendetwas fotografieren möchte, noch irgendwo einen Lichtakzent brauche, und dann kann ich diese Leuchte halt eben theoretisch einfach dann irgendwo drüber stülpen, hier über einen Mikrofonkopf zum Beispiel oder halt eben einfach irgendwie ein kleines Stativ oben drüber, durch die Fassung halt eben alles das, was hier reinpasst. Und dann kann ich halt eben auch hier dann das Licht regeln. Das ist zum Beispiel auch ganz interessant, wenn man so ein bisschen Miniaturfotografie betreibt und dann einfach das so als Lichtquelle einfach dann nochmal so benutzt. Ich habe das auch schon mal verwendet für Produktfotografie,
Fotografie, das ist also alles ganz wunderbar. So, das also hier war die Aperture, die Amaran Halo LED Ringblitz und Ringleuchte, einmal für Nikon und die Canon Kameras, und ich habe Ihnen das Ganze hier anhand von dem Beispiel Nikon mal eben vorgestellt.